Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir haben hier in der letzten Folge den Pool ausgebaggert. Sieht jetzt schöner aus als das, was wir da hinterlassen haben. Und sollen jetzt bei diesem Pool noch das Fundament gießen, wahrscheinlich auch noch die Seitenwände gießen und so weiter und so fort. Ich habe die Betonpumpe jetzt hier schon mal ein Stück ins Grundstück reingefahren. Ich hoffe, das passt von der Position her, weil ich darf ja nicht zu nah dran stehen, darf auch nicht zu weit weg sein. Ich muss aber auch irgendwie übers Haus kommen. Ich hoffe, es passt so. Viele Sachen, die wir beachten müssen. Notfalls müssen wir halt darüber fahren, wo der Bagger steht. Da haben wir auch noch mal eine recht brauchbare Position. Müssen wir halt mal gucken, wie wir es machen. Vielleicht passt es ja aus der Position aus. Wir probieren es einfach mal. So, ich hoffe mal, der KI-Verkehr geht mir jetzt hier nicht auf die Nerven. Nö, es passt aber ganz gut. Vielleicht, wenn ich jetzt da auf den Bürgersteig so drauf fahre, bin ich vielleicht mal hinten mit dem Popo hoch genug, um gescheit hier das Material einfüllen zu können. Ja, gescheit ist was anderes. Aber auf jeden Fall stehen wir ja so in der Aufnahmestelle drauf. Also es ist schon mal besser als sonst. So, machen wir gerade mal das Gießen an. Ich hoffe, es passt. Ich kann diesen Nupsi hinten gerade nicht links-rechts bewegen, weil wir ziemlich festhängen. Aber egal, es funktioniert so, so wie es aussieht. Jawohl, es funktioniert so. Dann probieren wir es gerade mal, ob es funktioniert. So wie es soll. Wenn es geht, ohne das Haus irgendwie noch kaputt zu kratzen. Ja, ich glaube, die Position passt ganz gut. Ist nicht zu nah, ist nicht zu weit weg. Jawohl, der Nupsi klappt aus. Ich komme nicht ans Haus dran. Perfekt. Perfekt. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was wir dann halt in der Folge machen. Ich bin ja dafür, dass wir dann erstmal uns um einen Parkplatz kümmern. Ah, das ist doch eng ein bisschen mit dem Haus da hinten hin. Weil Straßen haben wir schon viele gemacht. Häuser haben wir auch schon viele gebaut. Und deswegen, wir haben noch ganz viele Parkplatzaufträge mittlerweile auf der Map verteilt. Wird mal Zeit, dass wir damit auch anfangen. Ist zwar eigentlich im Grunde genommen nicht viel anders als bei einem Straßenbau. Aber muss halt auch erledigt werden. So, da haben wir das Fundament schon mal gegossen. Ich gehe mal davon aus, genau, die Seitenwände, die fehlen ja auch noch. Da müssen wir wahrscheinlich gleich auch wieder den Betonmischer nachfüllen. Der wird nicht für den ganzen Pool hier reichen, bin ich mir ziemlich sicher. Da ist es soweit. Ich hab's gewusst. Ich hab's geahnt. So, dann gerade mal. Ganz schnell befüllen. Wieder gießen an. Aussteigen, umsteigen. Hier einsteigen. Zack, bumm, an. Gießen an. Läuft. Fast fertig. 82% sind wir aktuell bei dem Einfamilienhaus. Vielleicht müssen wir sogar nochmal nachfüllen, weil diese Wände, die fressen einiges an Material, die fressen einiges an Beton. Ja, hat doch gereicht. Sehr schön. Ja gut, dann müsste der Pool auch eigentlich fertig sein. Pflastersteine verlegen. Haben wir die überhaupt geliefert? Nee, haben wir nicht. Wir sind halt mal da. Machen wir das gerade mal. Von hier geht's nicht. Von hier geht's. Man könnte auch theoretisch mal das Gerüst aus dem Pool rausnehmen. Was haben wir hier Schönes? So, wir sollen hier das Grundstück räumen. Machen wir gerade mal. Wir sollen hier auch eh den Betonmischer abschalten. Beziehungsweise müssen wir das machen. Hier ist auch ein schöner Parkplatz. Hier drüben sehe ich gerade erst. So, perfekt. Sind die Maschinen auch weg. Nein, du bist schon richtig gerannt. Ja, der schöne Teleskoplader. Ich mag den eigentlich total. So. Fahrmodus. Einmal Fahrmodus. Piep, 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 piep. Sprich mit dem Vorarbeiter, das kennen wir schon, das machen wir ganz schnell. Dann sind wir hier fertig mit dem Einfamilienhaus. Haben wir geschafft.
Einfamilienhaus abgeschlossen. Müssen wir jetzt noch ein schönes Foto von machen. Das kriegen wir aber, denke ich, mal hin. Mit Bagger noch nebenan stehen und Teleskoplader. Fotomodus. Ja, wie immer sind wieder zwei Frauen vorm Haus, die ganze Zeit am Quatschen. Das kennt man so aus der Realität. So. Gerade mal die Tageszeit ändern. Ich hätte gerne, dass die Sonne von vorne drauf scheint. Ich weiß aber gerade nicht, wo die Sonne ist. Ah, so sonnenuntergangstechnisch können wir das machen. Ah, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, gerade mal Foto machen mit OBS. Funktioniert viel besser als mit der Radeon Adrenalin Software. So, dann sind wir damit durch. Das ist jetzt die Frage. Die Tribüne haben wir doch auch schon gebaut, so wie die auf dem Bild ist, oder? Das wiederholt sich doch auch schon wieder. Da will ich gerade mal eine Schnellreise hinmachen, mir das anschauen. Weil die Tribüne, meines Wissens nach, haben wir die da schon gebaut an der Stelle. So, jetzt vergleichen wir gerade mal mit dem Bild. Wir haben da die Tribüne, wir haben da dieses kleine Häuschen davor. Es ist 1:1 die Tribüne, die wir schon mal gebaut haben. Wir hatten auch schon wieder den Auftrag mit der Sportanlage, aber die haben wir ja auch schon gebaut. Das ist ein bisschen doof, dass ich da jetzt drauf achten muss, dass ich da irgendwie keine Aufträge doppelt mache. Das ist halt wirklich ein bisschen doof. Es kann aber auch sein, dass das Bild einfach nur falsch ist, dass da hinten noch irgendwie eine Tribüne hin soll oder so. Weil wir haben ja hier hinten, haben wir noch eine riesen Wiese mit ganz viel Baumaterial liegen. Und hier ist auch abgesteckt. Ja, man sieht hier, dass abgesteckt ist. Aber vom Bild her ist das da hinten die Tribüne. Die haben wir schon. Wollen wir einfach mal testen und den Auftrag annehmen. Testen wir einfach mal und nehmen den Auftrag mal an. Ich ärgere mich wahrscheinlich gleich zu Tode. Ja, die Tribüne ist wieder weg. Das ist... Nee, das ist echt kacke. Das ist echt kacke. So Aufträge mag ich nicht, überhaupt nicht. So, jetzt habe ich den Auftrag abgebrochen, jetzt ist die Tribüne komplett weg. Das ist doch kacke, ganz ehrlich. Das ist doch blöd. Das ist echt blöd. Das heißt, wenn ich jetzt hier alles komplett fertig gebaut haben will, muss ich die Tribüne irgendwann nochmal bauen, weil der Bausimulator direkt wieder speichert. Das ist ein großer negativer Punkt. Ich kann mir nämlich nicht alles merken, wo ich was schon gemacht habe. Das kann ich nicht machen. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob das einfach ein Bug ist oder nicht. Verkehrsstraße im Dorf. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gemacht. Das ist halt wirklich unschöne Sache. Es ärgert mich jetzt, dass ich die Tribüne nochmal bauen muss. Das werde ich dann außerhalb vom Let's Play machen, aber es ärgert mich halt, dass ich dafür jetzt wieder stundenlang Zeit verschwenden muss, bis die Tribüne steht. Die ja schon von uns gebaut wurde. Die ich aber schon wieder hätte neu bauen können. Genauso ist es hier mit der Sportanlage. Die hätte ich auch schon wieder neu bauen können. Da wäre das auch schon wieder alles komplett weg gewesen. Das ist halt wirklich unschöne Sache. Gefällt mir gar nicht. Das demotiviert tatsächlich gerade sehr. Ich habe ja eben momentan so ein bisschen Bausimulator-Durchhänger, weil wir eigentlich schon vieles kennen. Und jetzt soll ich einen Auftrag nochmal machen, den ich eh schon kenne, weil wir den schon gemacht haben. Und jetzt muss ich den nochmal machen, damit, wenn ich durch die Map fahre, das wieder sichtbar ist, dass ich das schon mal gemacht habe. Naja. Was will man machen? So, Oberbodenabtrag. Ich habe einige Maschinen vorgeschlagen. Wir nehmen jetzt einfach mal... Ich weiß es gar nicht, wo ich die ganzen Maschinen habe. Ich müsste die unbedingt mal... Ich bringe jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Maschinen weg. Ich werde wahrscheinlich in der Folge jetzt nicht mal hier anfangen zu bauen, oder doch? Ich nehme erst 10 Minuten auf. Kann ich nicht schon wieder die Folge beenden. Ich bringe gerade mal den LKW hier weg. Ich sammle jetzt erstmal ein paar Fahrzeuge zusammen. Mache jetzt gerade mal in der Folge. Ich habe gerade wirklich die Lust ein bisschen verloren, hier weiterzumachen.
Ja, kann sein, dass ich halt tatsächlich mal eine Bausimulator-Folge, Pause einlege. Was haben wir denn hier noch rumstehen? Hier haben wir noch den Kran rumstehen. Da haben wir jetzt noch die anderen Maschinen rumstehen, die ich jetzt hier bei dem Auftrag gebraucht habe. Da habe ich aber anscheinend nicht die Planierraupe gebraucht. Ich weiß nicht, wo ich die hatte, ob ich die eingelagert habe oder nicht. Muss ich gleich mal nachschauen. Hier habe ich die, glaube ich, gehabt. So, da habe ich noch einen LKW rumstehen. Da ist die Planierraupe. Die würde ich jetzt einfach gerade mir mal zu dem Auftrag holen und mit der noch ein bisschen arbeiten. Die hätten es ja wenigstens so machen können, dass wenn man gesehen hat, ah, okay, den Auftrag hatte ich schon, dass wenn ich den dann wieder abbreche, dass dann der Zustand von vorher wieder hergestellt ist, wie es schon mal war. Aber so ist halt komplett kacke. Woher weiß ich dann, wenn ich mit den hunderten Aufträgen durch bin? Ich spiele einmal die Woche für 5-6 Stunden meistens Bausimulator, habe dann für eine Woche fast die ganzen Folgen. Dann spiele ich eine Woche lang wieder nicht. Ich kann mir nicht merken, was ich vor einer Woche alles für Aufträge hatte. Ganz ehrlich, das kriege ich nicht hin. Und ich kann mir auch nicht jeden Auftrag aufschreiben, den ich hatte. Würdet ihr privat zu Hause bestimmt auch nicht machen. Ich habe aber bis jetzt noch nicht alle Aufträge gesehen, dass die wieder machbar sind. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass es bei den Aufträgen irgendwie ein Bug ist. Ja, bei der einen Straße weiß ich, die habe ich schon gebaut. Ja, bei der Sportanlage weiß ich, die hatte ich erst gebaut, weil die wurde direkt danach, als ich fertig war mit dem Bauen, schon wieder vorgeschlagen. Die Tribüne wurde jetzt auch vorgeschlagen, die hatte ich ja auch schon. Kann sein, dass das irgendwie noch buggige oder Aufgaben sind, die verbuggt sind, die dann wieder doppelt irgendwie dargestellt werden. Es kann alles sein, weil sonst hätte ich ja auch theoretisch im Dorf schon wieder 1000 Aufträge gehabt, die ich aber schon erledigt habe. Deswegen schließe ich nicht aus, dass es irgendwie ein Spielfehler ist bei mir, dass das hier manche Aufträge nochmal doppelt anzeigt, die ich aber sicher schon erledigt habe. Ich kann es jedenfalls nicht ausschließen. Wenn ich jetzt wieder oben im Dorf plötzlich alle Häuser zur Verfügung habe, die ich jetzt schon gebaut habe, dann fliegt es natürlich auf. Dann ist klar, dass sich alle Aufträge wiederholen. Ist aber bis jetzt oben im Dorf noch nicht der Fall. Das ist die Sache. Das ist halt die Sache. Naja, ich werde es wahrscheinlich in den nächsten Patch Notes erfahren oder so. Es wird dann bestimmt irgendwo drin stehen, wenn so ein Fehler mal behoben werden sollte. Dann weiß ich, ah, okay, war ein Spielfehler, dann robbe ich halt diese Tribüne nochmal auf Stufe leicht ab. Soll ich in einer Stunde fertig sein oder in einer halben Stunde? Aber ist halt doof, gerade jetzt, wo ich wenig Zeit habe, habe ich halt jetzt die Situation, dass ich den Auftrag nochmal wiederholen muss. Naja, was will man machen? Was will man machen? Wir müssen auch irgendwann noch so einen Transportauftrag machen. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Einfach Container aufladen und die von A nach B mal fahren. Haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Oder Kanalarbeiten. Einfach mal eine Straße aufreißen, Kanalteile rausnehmen. Wobei ich da auch so ein bisschen... Ja, wir hatten im Livestream, ganz am Anfang, ich glaube im ersten Livestream, hatten wir auch so einen Kanalbauauftrag. Auf Umfang schwer, soweit ich weiß. Ich bin an die Baustelle angekommen, musste nur hingehen, Taste drücken, aufräumen oder so. Plötzlich war das komplette Rohr quasi aufgebaggert. Ja, es war komplett das Gebiet freigelegt. Ich musste nicht baggern, sonst nichts machen. Ich musste nur das alte Kanalteil irgendwie rausholen, mit dem Bagger oder mit dem Kran aufladen, wegbringen, neues holen, einsetzen, Auftrag fertig. Ja, ich musste nur wieder irgendwie Knöpfchen drücken und das komplette Gebiet war fertig. Ich habe ein bisschen Angst, dass es hier dann auch so ist, weil das ist für mich dann kein Auftrag. Das ist dann kein Auftrag. So, ist auch ein schöner Parkplatz. Mal gucken, ob ich reinpasse. Ja, gerade so, oder? Knappe Sache. Oh Gott. Zurücksetzen in 3, 2, 1. Ich steige wieder ein. Ich fahre wieder raus. Bringt nichts. Setzt mich da zwar dann zurück, aber ist ja blöd, wenn ich dann, ja, da immer so rumkämpfe. Ich stelle das Fahrzeug jetzt gerade mal hier hin. So, was sollen wir denn machen? Baumaterial liefern. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz so viel ist. Wir können gerade mal nachschauen beim Baustoffhandel. Betreten. Einen Sack brauchen wir, zweimal Pflastersteine, das war's. Gut, dann würde ich mir einfach den Pritschenwagen mal herholen. Wo hatten wir denn das Einfamilienhaus? Hier, da haben wir nämlich den Pritschenwagen.
Ich muss unbedingt mal die Fahrzeuge einsortieren und parken und schauen, dass die alle wieder an Ort und Stelle stehen. Mache ich vielleicht dann, wenn ich hier die Tribüne nochmal außerhalb von der Aufnahme irgendwie neu baue. Ich meine, es wäre ja okay, wenn die Aufträge... Ah, jetzt habe ich hier eine Schnellreise gemacht. Es wäre ja okay, wenn die Aufträge sich wiederholen, wenn die fett gekennzeichnet werden. Was weiß ich, statt ein grünes Baustellensymbol ein blaues. Da weiß man Bescheid, ah, den Auftrag hatte ich schon mal. Wenn ich das mache, dann ist das alles wieder zurückgesetzt. Irgendwie backt gerade die Kamera ein bisschen. Ich weiß nicht, was mit dem Bausimulator wieder los ist. Ich hatte schon mal so eine Zeit gehabt, da war der Bausimulator so verbuggt irgendwie. Und jetzt, dann war es eine Zeit lang wieder gut. Jetzt habe ich das Gefühl, bei jedem Auftrag irgendwelche Bugs. Wir fliegen fast bei jedem Auftrag wieder. Ja, ich habe Aufträge, die habe ich schon erledigt. Das raubt mir gerade wieder so ein bisschen den Spielspaß. Ich mag Bausimulator, aber so ist halt... Ich brauche auch gar nicht fahren. Ich bug hier gerade beim Fahren durch die Gegend. Es läuft gerade. Deswegen, es kann sein, dass ich erstmal eine Bausimulator-Pause einlege. Das kann tatsächlich passieren. Mal eine längere Pause, mal eine Woche oder zwei. Muss ich gucken, dass... Der ist immer noch verbuggt. Ich muss halt gucken, dass ich dann irgendeinen Ersatz finde für... Keine Ahnung. Es gibt ja tatsächlich noch mehr Bauspiele. Habe ich gesehen bei Steam. Sehen auch gar nicht so uninteressant aus. Aber das nötige Kleingeld fehlt aktuell dafür ein bisschen. Aber die werden wir uns auch noch anschauen. Es gibt auf jeden Fall noch einige, da kann man sogar ein bisschen komplexer, glaube ich, bauen. Da kann man den kompletten Innenausbau machen und so weiter. Also mit Ziegelstein für Ziegelstein platzieren und Fenster einbauen und was weiß ich. Sieht auch richtig interessant aus. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Werde ich auch auf jeden Fall machen. Werde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal machen. Aber eins nach dem anderen. Ich habe jetzt erstmal mit dem Projekt Simrail gestartet. Ich will immer Railsim sagen, weil Rail Simulator gab es schon mal. Hat man damals abgekürzt mit Railsim. Vorgänger von Train Simulator von Dovetail Games. Beziehungsweise ich glaube, man hat dem Titel damals einfach nur irgendwann einen neuen Namen gegeben. Also neue Version, einfach einen neuen Namen gegeben. Ist, glaube ich, aber dasselbe Grundspiel gewesen. Ich glaube, der erste Train Simulator von Dovetail Games war Rail Sim. Dann irgendwann wurde er umbenannt in Train Simulator und ja. Dann gab es ja jedes Jahr eine neue Version. Und dann irgendwann kam parallel dazu Train Sim World. Seitdem lohnt es sich eigentlich nicht mehr in Train Simulator zu investieren. Weil da gibt es keine wirklichen Updates mehr für. Seitdem. Also gab es schon noch ein paar kleinere Updates, aber Grundprinzip, die Grafik und so weiter, ist alles immer geblieben. Auch von Jahr zu Jahr, wenn die neue Version rauskam. Gibt noch ab und zu neue DLCs für, würde ich aber persönlich, wie gesagt, von abraten, dann lieber DLCs für Trains and World gekauft oder beziehungsweise jetzt einfach in den Simrail investiert und dann gehofft, dass irgendwann noch deutsche DLCs dafür kommen. Sagen wir es mal so. Ach Gott, jetzt hat er sich irgendwie zur Seite gebackt. Schöne Sache. Ich würde gerne aussteigen. Pflastersteine verlegen. Da müsste der Bürgersteig quasi vorhanden sein. Jawohl. Kies liefern, verteilen. Das übliche Prozedere. Kies liefern und verteilen. Dann müssen wir wieder... Oh Gott, ich kann mit dem Ding so nicht fahren. Das ist... Die Reifen drehen sich, ich stotter mich aber nach vorne. Ich sehe auch gerade, ich habe oben rechts die FPS-Anzeige immer noch an von Simrail. Egal, lass mal gerade mal an. Stört, glaube ich, keinen. Hier oben rechts, 60 FPS. Darauf ist es eingestellt. Sieht man während dem Spielen sehr schlecht. Ist von Steam das Overlay quasi. Muldenkipper wollte ich herholen. Genau. Die wunderbare Maschine. Ich finde es manchmal ganz interessant, weil es gibt tatsächlich Spiele, die fühlen sich an, als würden sie total ruckeln, haben aber viel FPS. Das liegt dann einfach irgendwie an der Animation, dass es so ein bisschen ruckelt. Und das kann man so ganz gut feststellen. Genauso wie ich halt bei Simrail erstmal immer oder bei Spielen, die ich neu habe, erstmal schauen will, wie sieht es denn FPS-technisch aus? Wie komme ich denn hin mit den höchsten Einstellungen? Und dann muss ich dann natürlich erstmal immer schauen, wie ich es einstelle.
Deswegen ist gerade noch die FPS-Anzeige an. Aber Simrail hat eigentlich eine recht gute FPS-Zahl, würde ich sagen. Also bei mir auf den höchsten Einstellungen mit der weitesten Sicht. Ich werde wahrscheinlich heute, ich habe vor, jetzt nach Bausimulator nochmal eine Runde Abrissprofi aufzunehmen. Und dann will ich nochmal bei Simrail reinschauen und will mir mal den Multiplayer schon mal anschauen. Wenigstens mal kurz steuern, mal gucken, wie so die ersten paar Meter verlaufen und dann wieder das Spiel verlassen, ganz fies. Einfach mal um zu gucken, wissen, wie da die FPS-Anzahl ist oder wie die FPS-Anzeige, was die da anzeigt, wenn andere Züge mit dabei sind. Weil ich habe gesehen, es gibt tatsächlich Multiplayer-Spiele, die sind mit 71 Lokführern. Das heißt, das sind 71 Züge auf der großen Strecke unterwegs und es gibt 13 Stellwerke. Kann interessant werden. Klar, auf der großen Strecke kann es passieren, dass man sich vielleicht gar nicht begegnet in einer Stunde Fahrt. Aber mit 71 Zügen auf der etwas kleineren Map, das klingt schon gar nicht so verkehrt. Kann schon gut sein. Es ist halt nur die Hoffnung, was ich habe, dass es nicht so ist wie in GTA, dass da irgendwelche Leute sind, die eigentlich nur da mitspielen, um irgendwie für Stress und Ärger zu sorgen. Das wäre halt wirklich ärgerlich, gerade bei Simulationstiteln. Ja, wenn GTA Leute sind, die gehen einen die ganze Zeit auf und sagen, okay, ist GTA. Muss man einfach drüber stehen. Muss man nicht denken, ja, das kleine Kitty will auch Spaß haben. Aber alten Simulatoren ist es halt kacke, wenn extra Leute da dabei sind, die um andere zu stören. Das ist halt so eine Sache, finde ich, geht gar nicht. Aber sowas gibt es ja tatsächlich auch auf Roleplay-Surfern, dass da Leute sind, die einfach nur da sind, um Leuten auf den Sack zu gehen. Das gibt es ja tatsächlich auch. Um irgendwie den Frieden da zu stören und dann so lange rumzufacken, bis man irgendwie gekickt wird. Das ist halt, naja. So Leute muss halt auch immer geben. Ich weiß halt auch nicht, wie das bei Simrail gelöst ist. Ob das da irgendwie Admins dabei gibt oder ein System, das das überwacht und vielleicht darauf achtet, wenn jemand so und so viel Scheiße baut oder so viel Züge blockiert, dass man dann vielleicht einfach despawned wird oder ob man durch andere Züge dann einfach durchfahren kann, dass die unsichtbar werden. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich dann sehr drauf, wenn ich dann gleich damit starten kann. Beziehungsweise, wie gesagt, erstmal Abrissprofi 1, 2, 3 Folgen aufnehmen. Oder habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, bis Katrin schon wieder kommt oder beziehungsweise bis ich so wieder von der Arbeit abholen muss. Deswegen, es wird Zeit, dass ich ein eigenes Büro kriege. Es wird Zeit. Dann bin ich da nicht mehr so dran gebunden. Dann kann ich auch livestreamen, wann ich möchte. Dann kann ich da quasi wie so meinen kompletten Arbeitstag danach richten. Muss ich noch was dazu sagen, dass wir durch die Gegend backen? Nein, ich glaube nicht. Bausimulator hasst mich momentan wieder. Wie gesagt, ich hatte das schon mal. Da hat mich Bausimulator von Grund auf irgendwie gehasst. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, was ich getan habe. Momentan ist es wieder soweit. Bausimulator hasst mich einfach. Ja, wenn ich halt irgendwann dann mal ein eigenes Büro habe, dann habe ich halt diese Zeitbindung nicht mal an Katrins Arbeitszeiten. Das heißt, ich kann dann, wenn ich dann sage, okay, ich will Freitagabend streamen, dann okay, sagt Katrin, okay, mach das. Dann bin ich in meinem Büro, fertig, aus. Dann ist das Wohnzimmer nicht blockiert oder so. Genauso halt beim Aufnehmen. Ich richte mich halt immer danach, wann Katrin arbeiten ist, wann sie frei hat und so, dass ich dann immer halt Videos parat habe, dass ich an den Tag nicht aufnehmen muss. Und so könnte ich halt einfach meinen Arbeitsrhythmus durchziehen. Jeden Tag 8, 9, 10 Stunden oder so oder halt mehr, wenn man selbstständig ist. Und könnte halt dann aufnehmen. Ganz in Ruhe. Ohne Zeitdruck. Stellenweise. Ja, meistens versuche ich es mir so zu machen, dass ich keinen Zeitdruck habe. Weil ich finde, sowas merkt man halt auch immer in Videos. Wenn man jetzt irgendwie Zeitdruck hat und sich so denkt, okay, wenn ich habe jetzt eine Stunde Zeit oder so, dann ist schon wieder so viel Zeitdruck da. Dann merkt man das auch so ein bisschen in Videos, weil dann wird das halt alles, dann achte ich ein bisschen mehr auf die Aufnahmezeit. Ja, wenn ich jetzt nicht so Zeitdruck habe, dann chill ich mich einfach durch das Spiel und gucke halt irgendwann mal auf die Uhr und dann gehen die Folgen halt mal ein bisschen länger. Ist ja zugute für euch, sag ich mal so. Naja, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das eigene Büro habe, weil hier in der Wohnung, wo wir wohnen, gibt es keinen weiteren Raum. Ich könnte den Dachboden theoretisch ausbauen, wenn eine Möglichkeit. Gibt es aber bis auf so eine Ruckzucktreppe, gibt es da keine Möglichkeit hoch. Das heißt, es wäre eine riesen Baustelle und so weiter und so fort und ein kompletter Umbau. Habe ich das Kleingeld nicht? Ja, mein Plan ist ja sowieso, dann früher oder später in der Wohnung von meinem Vater oder in dem Haus von meinem Vater mir da ein Räumchen zu nehmen und da dann halt, weil es ein großes Haus ist, mir ein Büro einzurichten. Dann wäre das baulich getrennt, dann hätte ich da komplett meine Ruhe.
ist so eine Überlegung für die Zukunft mal auf jeden Fall. Ja, aber man muss ja sich auch Gedanken machen über die Zukunft, was man noch verbessern will, was man anpassen will, was man vorhat in der Zukunft. Lerne ich ja zum Beispiel auch gerade im Gründercoaching noch alles dazu, dass man halt auch viel in die Zukunft schauen soll und sich Sachen einfallen lassen soll, um das alles noch zu verbessern und schöner, ordentlicher, besser zu machen. Und ja, dann macht man sich natürlich auch über so Sachen Gedanken. Meinen habe ich schon vorher gemacht, aber dieses Gründercoaching tut einen halt nochmal so Sachen vors Auge führen. Ja, an was man so alles denken soll und muss. Und es ist halt sowieso ein großer Fehler, wenn man so immer denkt, ja, okay, ich habe jetzt das alles schon erreicht, ich bleibe jetzt so auf der Stufe. Das ist falsch, finde ich. Und das lernt man auch nochmal im Gründercoaching, dass ich mit der Einstellung recht habe, weil man muss sich natürlich immer weiterentwickeln. Weiterentwickeln, besser werden, neue Sachen überlegen, neue Sachen ausdenken, gehört dazu. Sonst steht man auf der Stelle und Stillstand heißt halt früher oder später meistens irgendwann den K.O. Und da macht man sich halt über so Sachen Gedanken, ja, was will man verbessern in Zukunft und so weiter und so fort. Zum Beispiel das, was ich in der nächsten Zukunft verbessern möchte, wäre endlich Beleuchtung für die Livestreams hier, dass ich meine Webcam dazu schalten kann, aber nicht nur irgendeinen dunklen Fleck sieht, der sich bewegt, sondern dass das dann gescheit ausgeleuchtet ist. Das wäre jetzt zum Beispiel mein nächster Schritt, den ich vorhab. Schritt danach wäre halt, wenn dann genug Kleingeld mal da sein sollte irgendwann, dass ich meinen Computer aufrüste, damit da mal eine neue Grafikkarte reinkommt, ein neues Netzteil, ein bisschen mehr Strom. Arbeitsspeicher würde ich auch gerne neu machen bzw. größer machen, weil ich merke, ich komme da schon mit meinen 16 GB Arbeitsspeicher. Kommt man bei aktuellen Spielen heutzutage schon an die Grenzen. Das ist der Schritt, den ich vielleicht versuche als nächstes dann zu machen nach den Lampen, dass ich mir neuen Arbeitsspeicher besorge. Irgendwie backen wir gerade hier rum. Ich hänge irgendwie an der Lampe. Da ist doch gar nichts. Wo hänge ich denn an der Lampe fest? Da ist doch gar nichts. Das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt echt ernsthaft wieder so da von der Lampe wegfahren, weil ich an durchsichtigen Lampenteilen festhänge. Naja. Ich sagte, also erstmal, nächster Schritt sind quasi Beleuchtungslampen für die Webcam. Nächster Schritt danach ist wahrscheinlich Arbeitsspeicher und danach vielleicht der Schritt dann zur neuen Grafikkarte und neuen Netzteil. Das wird dann eine ziemlich teure Investition. Aber dann kann ich euch auch wieder flüssigeres Gameplay quasi bieten bei manchen Spielen. Hoffentlich mehr FPS. Ja, so schwankt mir momentan bei den meisten Spielen zwischen 30 und 60 FPS. Und ich hoffe, durch einen neue Grafikkarte und so weiter, dass ich dann vielleicht mal stabiler bei den 60 FPS bleiben kann. Wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch von mir. Ich weiß nicht, ob euch das in dem Video stört oder nicht, aber ich finde, das gehört halt irgendwie auch dann zum Wachstum dazu, dass man das so ein bisschen verbessert. Und vielleicht nochmal eine extra Festplatte einbauen, beziehungsweise mit dem Mainboard, was drin ist, kann ich keine weitere Festplatte einbauen. Ich könnte aber theoretisch eine externe Festplatte mir besorgen. Mein Arbeitsprozess könnte ich quasi damit optimieren, indem ich mir eine Fritzbox zum Beispiel hole als Router. Dann könnte ich da eine Festplatte anschließen, die als NAS benutzen, quasi als NAS. Und dass ich dann da drüber meine Videos hochlade, dann braucht mein Computer zum Beispiel dabei nicht mehr laufen oder wird dabei nicht mehr belastet, weil das läuft dann alles über die Festplatte und den Router mit dem Hochladen. Ist auch schon so eine Überlegung, wo ich mich auch schon mal mit beschäftigt habe. Kostet halt auch wieder ein Schweinegeld, so eine Fritzbox, eine gescheide. Ich mache mir halt viele Gedanken, wie ich halt den Kanal und so weiter und so fort verbessern kann. Genauso wie ich halt irgendwann ja eigene Emojis quasi anbieten möchte. Da habe ich auch schon mal nachgeguckt. Das kostet aber auch ein Schweinegeld. Irgendwie alles so in der Branche, in dem Thema, kostet einfach ein Schweinegeld. Man muss so viel investieren. Deswegen freue ich mich halt immer auch über so Spenden im Stream extrem, weil damit kann ich Geld zurücklegen und kann es dann halt für so Sachen investieren. Und deswegen freue ich mich da immer so extrem drüber. Und ihr seht's ja, ich habe noch große, viele Pläne. Ja, genauso wie ich gerne irgendwann mal so ein Head-Tracker hätte. Ja, Track-IR sieht man in SimRail zum Beispiel. Gerade mal schauen, hier gibt's einen neuen Auftrag. Haben wir das nicht schon gebaut, das Einfamilienhaus? Ich bin mir nicht sicher. Aber von der Position glaube ich nicht. Müssen wir dann mal schauen. Ja, zum Beispiel diesen Head-Tracker hätte ich auf jeden Fall gerne. Damit man sich einfach, ohne dass man die Maus oder so benutzen kann, im Spielen umsehen kann. Das ist im Flugsimulator sehr cool, das ist bei Bussimulatoren sehr cool, bei LKW-Simulatoren, weil gerade wenn du mit Lenkrad spielst, brauchst du dann eine extra Hand für die Maus, um sich umzusehen. Mit dem Head-Tracker bewegst du einfach deinen Kopf und dann
Ich bin gerade überlegen, wo ich die Maschinen habe. Da habe ich die Maschinen. Dann bewegt sich die Sicht quasi dadurch. Das ist eine total praktische Sache. Ja, ist auch mal geplant anzuschaffen. Kostet aber auch wieder ein Schweinegeld. Würde aber, glaube ich, auch dieses Simulationsfeeling auf dem Kanal auch wieder um einiges verbessern. Ja, weil das einfach realistischer aussieht von den Sehbewegungen her. Ja, ich gucke mich dann bei jeder Kreuzung ein bisschen mehr um und so weiter und so fort. Es würde schon für den Realitätsgrad auf jeden Fall eine Bereicherung sein, meiner Meinung nach. Genauso wie halt dann noch ansteht, irgendwann mal ein neues Lenkrad. Ich bin zwar von den aktuellen kein Fan, aber Aerosoft hatte ja ein Lenkrad-Prototyp angekündigt, extra für LKW und Bussimulatoren. Und wenn es gut ist und Force Feedback und so weiter hat, dann bin ich davon nicht abgeneigt. Weil mein altes Lenkrad, es ist zwar super, aber es ist halt einfach ziemlich laut. Und ich weiß, dass man das stellenweise in den Videos hört. Und das finde ich halt, für eine größere Qualität ist es halt schöner, wenn man das Lenkrad nicht hören würde, finde ich. Ja, ist auch so eine Sache, die ich gern verbessern würde. Dann irgendwann natürlich auch nochmal ein besseres Mikrofon wahrscheinlich und so weiter und so fort. Wobei ich mit dem Wavelink eigentlich soweit zufrieden bin. Mit der Software, die dabei ist. Die Software ist sowieso der Knaller. Ist meiner Meinung nach mehr wert als das Mikrofon. Kann man aber leider nur mit dem Mikrofon von Elgato halt verwenden. Ich komme hier gerade nicht drauf. Das gibt's doch gar nicht. Ich leere gerade mal die Maschine. Vielleicht funktioniert es dann besser. Ich glaube nicht. Oder doch? Ja, tatsächlich. Das Ding fährt aber gerade auch schräg hoch. Das macht es mir auch tatsächlich schwer. Irgendwann wäre auch nochmal ein Upgrade ein größeres Stream Deck. Ja, ich habe ja das kleine. Oder das kleinere, nicht das ganz kleine. Da gibt es ja noch ein ganz kleines. Ich habe das mittlere, sagen wir es mal so. Richtig cool und praktisch beim Stream, aber ich merke so stellenweise, ja, es wäre noch cooler, wenn ich nochmal ein paar Tasten mehr drauf hätte. Deswegen wäre das auch irgendwann nochmal eine Investition, um das alles zu verbessern. Was dann natürlich auch noch eine coole Sache wäre, wäre ein zweiter Monitor, dass ich dann OBS darüber laufen lassen kann. Dann brauche ich mein iPad nicht mehr nebenan. Und ich sehe halt über das iPad nicht alle Informationen, sondern am gescheitesten könnte ich das über einen weiteren Monitor steuern. Das wäre natürlich dann auch nochmal eine Überlegung. Also ich habe lauter Überlegungen, wie man das alles hier noch ein bisschen verbessern kann und vereinfachen kann. Und ja, auf jeden Fall ein Haufen Zeug. So, Verkehrsstraße. Das ist, glaube ich, das falsche Bild, weil von der Position her ist es nicht das Bild. Gut zu wissen. Bei dem da bin ich mir halt nicht sicher, da, ob wir die Straße schon haben oder nicht. Na gut, ich bringe gerade mal den LKW hierher. Das ist nämlich eine ziemlich weite Fahrt. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so als nächste Verbesserung wünschen würdet. Würde mich auch mal interessieren. Ich will ja immer die Community eigentlich mit einbeziehen bei so Sachen, Entscheidungen und so weiter und so fort und Verbesserungen. Deswegen könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne als nächste Verbesserung oder als Upgrade für den Kanal hättet. Dann kann ich da mich auch ein bisschen nachrichten. Oder gucken, ob ich meine Prioritäten richtig gesetzt habe. So, Maschine ist nicht mehr gesichert. Ich kann aber nicht rückwärts fahren. Doch, jetzt tut sich was. Hat ein bisschen länger gedauert. Wie gesagt, diese Emojis da eigentlich will ich auch so schnell wie möglich dann hier auf den Kanal zur Verfügung stellen. Aber die kosten halt wirklich ein Schweinegeld. Ich habe mir das mal angeschaut, wenn ich mir zum Beispiel bei Own3D alle möglichen Varianten nehme, damit ihr genug quasi habt, mit dem ihr rumspielen könnt, genügend Emojis, kostet mich das circa 120 Euro, wenn die im Angebot sind. Ich meine, die sind zwar, glaube ich, meistens im Angebot, aber es ist halt das günstigste für alle möglichen Varianten. Ja, ich kann mir auch einzelne Emojis nur kaufen, aber dann fehlen halt viele. Und wenn ich mir halt einzelne kaufe, bin ich halt für, ich glaube, 6 Stück oder 8 Stück auch schon wieder bei 40, 50 Euro. Dann kann ich auch 100 irgendwas nehmen. Oder nicht 100 irgendwas, sondern 60, glaube ich, sind es. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Habe ich mir schon vor längerem mal angeschaut. Dann lieber das komplette Paket genommen. Auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall mehr. Aber es kostet halt 120 oder 130 Euro, wenn es im Angebot ist. Es ist schon alles sehr teuer. Ist schon alles sehr teuer. Aber dann hättet ihr halt für den Chat oder für die Kommentare extra Emojis. Ist halt auch ganz lustig eigentlich, gerade im Stream.
gerade im Stream. Aber naja, irgendwann. Steht auf jeden Fall... Jetzt habe ich das Material verkauft, ich wollte nur das Licht anschalten. So, Licht, Material wieder rein. Warnleuchte wollte ich anschalten, Arbeitsscheinwerfer wollte ich einschalten. So. Wahrscheinlich, wenn ich mit der Maschine hier komplett runterfahre, kriege ich die da nicht mehr drauf. Ich bleibe mit der Kette ein bisschen hier drauf. Ich kann aber trotzdem nicht hochfahren, weil die Kette sich festgebackt hat, oder? Doch, jetzt tut sich was. Dauert man schon ein bisschen länger. Naja, die letzte Investition für den Kanal war quasi das neue Kanaldesign. Und auch diese ganzen Stream-Overlays oder beziehungsweise Stream-Overlays, ja schon Stream-Overlays nennt man das. Die ganzen Stream-Screens, Pause, Start und was weiß ich. Und die ganzen Overlays, die ich da jetzt schon mit reingearbeitet habe. Und das war halt jetzt erstmal die letzte Investition, die ich gemacht habe. Und wie gesagt, jetzt wird halt überlegt, was ich als nächstes investiere. Ich bin jedenfalls die ganze Zeit dabei, irgendwie zu versuchen, den Kanal noch ein bisschen besser zu machen oder, ja, alles ein bisschen schöner zu machen. Ein bisschen professioneller, sagen wir es mal so. Na gut, die Folge geht jetzt schon wieder 36 Minuten, sehe ich gerade. Es wird Zeit, dass ich die Folge beende. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, gerne auch dem Discord-Server beitreten, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen, dann kann ich auch eher Sachen investieren und noch Sachen verbessern, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Tommy. Tschüss.